Jo Leute, da bin ich wieder. In dem Wald da hinten habe ich in meiner Kindheit immer gespielt. Es war eine ziemlich coole Zeit. Leider muss ich das Video jetzt ein bisschen kürzer halten, da nämlich der Akku bald leer ist. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, okay, ich nütze die Hitze und die Stunde der Gunst mal aus. Hier sind gerade keine Leute unterwegs, das ist richtig genial. Wie gesagt, was habt ihr so in eurer Kindheit gemacht? Wir haben uns damals im Wald getroffen, haben Räuber und Gendarm gespielt und ich wollte meistens immer Ninja spielen, aber das wollten meine Homies nicht machen. Die dachten und sagten immer, oh mein Gott, Ninja, das ist ja voll uncool, da spielen wir lieber Räuber und Gendarm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ein ziemlich großer Karate Kid Fan und habe mich schon immer für Ninjas interessiert, auch für die Ninja Turtles. Einmal hatte ich ein paar Leute am Start, da haben wir wirklich Hero Turtles gespielt. Ich war Michelangelo, weil er Sinn für Humor hat. Leonardo war natürlich sofort vergriffen, weil Leonardo ist der Anführer. Donatello war natürlich auch vergriffen, weil der intelligent ist und praktisch der Kopf der ganzen Truppe ist. Aber ja, was habt ihr so in eurer Kindheit gemacht? Das würde mich wirklich interessieren, was ihr gespielt habt, sei es Seilhüpfen oder habt ihr Hörspielkassetten gehört? Bei mir waren es Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, die He-Man-Kassetten, die natürlich verdammt cool waren. Ja, ich genieße das hier jetzt gerade richtig. Es ist zwar verdammt heiß, aber es ist cool, weil hier gerade momentan keine Leute unterwegs sind. Und wie gesagt, hier bin ich aufgewachsen. Das war sozusagen mein Spielplatz. Kein Smartphone, kein Internet und kein Handy. Wie gesagt, was man auch in den meisten Videos immer wieder hört. Dass man dann praktisch gespielt hat, bis es dunkel wurde, die Straßenlaternen angingen und dann musste man nach Hause, das war das Zeichen, dass man nach Hause kommen muss und so. Und ich denke, ich gucke jetzt nochmal eine Spur in den Wald rein. Tut mir leid, wenn ich jetzt immer zur Kamera hin und weg laufen muss. Ich habe leider die Fernbedienung wieder vergessen. Ich muss wirklich mal ein Post-it mitnehmen, dass ich die Fernbedienung nicht vergesse, weil das ist wirklich für den Arsch und nervt dann tierisch, wenn man ständig zur Kamera hinlaufen muss. Jo, es hat hier, sagen wir jetzt mal, okay, ich bin jetzt die ganze Zeit in der Wohnung gewesen, da war es 23 Grad, hier draußen hat es jetzt ungefähr so 35 Grad, keine Ahnung. Jo, dann gucken wir mal in den Wald, ne? Was ich schon immer zu Chakusa und Fick Jay sagen wollte, vom Gaumberg spuck ich runter auf deinen scheiß Beetlefield, du dumme Drecksau. Früher sind hier die Leute in den 80ern auch baden gegangen, aber jetzt ist das alles ein bisschen nicht mehr so sauber. Aber immerhin eine Entenfamilie ist da, finde ich cool. Früher sind hier die Leute in den 80ern auch baden gegangen, aber jetzt ist das alles ein bisschen nicht mehr so sauber, aber immerhin eine Entenfamilie ist da, finde ich cool. Jetzt fehlt mir noch ein grünes Schlichtschwert und ein paar Speederbikes. Der Wald, das Böse. Wolfgang wird wissen, was ich meine. Ist ein Insider, Digga. Was uns als Kinder natürlich am meisten fasziniert hat, war die Höhle. Okay, das ist ein bisschen tricky, da fliege ich sonst auf die Fresse. Jo Leute, ich habe es endlich wieder nach Hause geschafft. Hier habe ich eine Wohlfühlzone von 23 Grad. Draußen ist es wirklich extrem heiß und ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Noch eine kleine Info am Rande. In diesem Wald hat damals ein Freund von mir einen Film gedreht für die Schule. Blood War. Ich werde das unten in der Infobox verlinken, dann könnt ihr mal reingucken. Das war's heute von mir. Basinga!